Grundidee. Aus der offenen Position die zweite Hand erwischen. Ja? Mein Rückplatz, mein Trittschritt, mein Trittschritt. Und schon bin ich in einer doppelten Position. Ich habe einfach meine Hand in den Frame, in die Bewegung des Leaders, des Followers gehalten. Und dadurch erwische ich jetzt hier die zweite Hand. Kann gar nichts passieren. Der Follower darf nur nicht die Hand hier oben haben, dann greife ich hier ins Leere, dann passiert hier gar nichts. Aber solange die Hand hier im Frame schwingt, ja, kann ich hier ganz locker einfach lang bleiben. In der Doppelhandposition haben wir uns Fenster gebaut. Wir haben uns hier ein Leader-Fenster gebaut und hier ein Lady-Fenster. Da kann man durchgucken. Kann man nicht durchgucken, habe ich kein Fenster. Ja. Beim Leader-Fenster kann ich einfach durchgehen. Die Grundidee ist, dass ich mir vorstelle, dass ich hier eine Tasse Tee habe. Die will ich balancieren, und zwar über meinen Kopf, vor sich, ist heiß. Und dann soll sie hier runterfallen, und eben nicht in mein Gesicht. Ja, hier kann ich jetzt auch nicht runter durchgehen. Ja, ruhig, Platz und vor sich, heißer Tee, und da fällt sie runter. Dann haben wir ein Ladyfenster. Ladyfenster ist im Wesentlichen nur der Inside Turn. Den können wir schon. Alles, was ich noch gemacht habe, ich habe hier die Hand festgehalten. Hier muss ich kurz loslassen. Und dann gleitet meine Hand hier am Körper vorbei, am Arm wieder und hier hakt es fest. Und damit habe ich wieder beide Hände. Also, Ladyfenster und Liederfenster, die wechseln sich extrem erdgerecht miteinander ab. Einfach so. Und wenn ich das Ladyfenster zu habe, nicht mitmache, komme ich ins Kalle. Das ist diese Position, das Kalle. Kann den Partner einfach wieder rauslassen, kann beide Hände behalten und Doppelhand weiter tanzen. Oder ist mir alles zu viel mit den zwei Händen, dann lasse ich einfach eine von den vielen Händen los. Dann müsste ich jetzt vielleicht einen Friedlein anbringen und mir die richtige Hand wieder schnappen. Oder ich hätte mich anders entschieden und würde hier loslassen. Dann bin ich wieder ganz normal und kann wieder alles tanzen, was ich vorher auch schon tanzen konnte. Und letzte Idee, wenn ich Liederfenster führe, aber nicht mitmache, entsteht der Hammer-Schmuck. Dann kriege ich den Partner wieder zurück an die Seite. Voll, Platze.